Herzlich willkommen in Berlin. Warum Berlin? Ganz einfach. Das erste wirkliche Highlight der Saison 2024-2025 steht an. Denn, dank Alex Walkenhorst, danke nochmal wirklich dafür, spielen wir im Achtelfinale des Pokals schon gegen Berlin und zwar in Berlin, in der Max-Schmeling-Halle. Ich war noch nie in der Max-Schmeling-Halle, gut, das nicht ganz war. Bei einem U13-Turnier damals in Berlin haben wir mal ein Spiel angeschaut, aber das ist schon ein bisschen her. Deswegen würde ich sagen, ich war noch nicht wirklich in der Max-Schmeling-Halle. Wir sind jetzt in Berlin, 21:56 Uhr und ich hatte bisher noch nicht wirklich die Gelegenheit, groß Content zu produzieren, denn das war ziemlich stressig. Wir sind quasi direkt vom Bus in die Halle, trainieren, zum Essen, ins Hotel, Videomeeting. Und das ist jetzt meine erste Gelegenheit, überhaupt irgendwas hier zu sagen. Deswegen ein ganz kurzer Rückblick, denn wir hatten ja schon eine Trainingseinheit. Wie geht's weiter? Jetzt geht's ab ins Bett. Morgen haben wir dann Frühstück, ganz entspannt. Das Spiel ist ja erst irgendwann am Abend. Dann haben wir ein Videomeeting in der Früh, eine kurze Trainingseinheit. Dann gibt's Mittagessen. Dann machen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Teambesprechung, quasi Taktikausrichtung etc. Und dann geht's ab ins Pokal-Achtelfinale in der Max-Schmeling-Halle. Aber jetzt geht's erstmal ab ins Bett und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, schaut euch mal an, wie das Bett von einem Physio ausschaut. Just saying. So, es ist, keine Ahnung, 5 nach 9 oder so. Wir gehen jetzt zum Frühstücken, haben über eine Stunde Zeit. Bis 10:30 Uhr ist Frühstück und Training ist erst um 11 Uhr. Deswegen können wir das mal richtig schön ausnutzen, konnten auch ausschlafen eigentlich. Wir gehen zu Fuß rüber zur Halle, weil die ist ungefähr 5 Minuten weg. Aber jetzt erstmal frühstücken und wir sehen uns dann in der Halle wieder. Schon unterwegs. Wir gehen nämlich zum Rewe den Snack einkaufen, weil kurz vorm Spiel, also 3 Stunden vorm Spiel, gibt es noch mal kurz Snack für die Jungs. Also Bananen, Obst, Nüsse und so weiter, alles zeigen. Deswegen geht es jetzt zum Rewe. Ja, einmal rein. Wir kaufen jetzt ein paar Sachen eingekauft. Joshi trägt den Rest und die ersten Vorbereitungen starten schon. Man sieht schon, es wird aufgebaut. Es sind immer noch 3 Stunden bis zum Spiel. Aber Licht ist an, Cozy Wash, VIP Lounge, Schilder sind schon aufgebaut. Ja, und jetzt wird gesnackt. Ab geht's in die Halle, 2 Stunden bis Spielbeginn. Da vorne gehen Nopsi und Jannis. Wir haben gerade noch eine Runde Wild Rift gespielt. Ja, mein erstes Rank da, ich habe es ja gerade erst angefangen. Auf der Herfahrt. Bin ich jetzt Level 10 geworden und jetzt geht's ab in die Halle. Wir müssen nämlich ja noch das ganze Streaming-Zeug aufbauen, etc. Also Scouting-Zeug. Der Mug ist nämlich nicht da. Ich sehe da schon die Elodie, altbekannte Gesichter. Und in 2 Stunden geht's los. Erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Mannheim. Da ist die Halle, seht ihr von oben, die ist echt groß. Über 10.000 Leute anscheinend passt da maximal rein. Hier ist das Setup für Streaming, Computer. Kamera, da ist Kamera für deinen Stream dann. Baue ich jetzt alles auf. Da unten werde ich dann sitzen. Und wie immer von hier geht das Signal an mich, an die Bank und so weiter. Mal schauen, wie voll das heute wird. Bob meinte anscheinend vorher
3500 Karten vorverkauft, das heißt 4000, 4500. Bin ich mal gespannt. 1,5 Stunden bis Spielbeginn, das heißt, ich muss mich jetzt ranhalten, das aufzubauen. Und die Spieler machen sich dann langsam warm, die ersten sind schon da. Leon und Yoshi, die zwei Youngsters. Ja, und dann geht's ab. Also von der Qualität her, die Stühle, weiß nicht, ob man sieht, aber sind schon ganz geil. Ja, ein bisschen warm machen, Nils macht auch mit. Im Hemd, das ist geil. Ja, ich habe das Hemd noch nicht an, wenn ich alles aufbaue, da habe ich keinen Bock da drin zu schwitzen. Ne? Oben müsste jetzt alles soweit eingerichtet sein. Ich schaue jetzt hier unten, ob ich Videoempfang habe und dann lasse ich das den Nils auch nochmal checken, ob an der Bank auch alles passt. Genau. Der war knapp und der... Ja, erste Challenge, Satzball. Und die Challenge war erfolgreich.
Ausschlag unten unter Druck zu setzen. Und deren Ausschläge sind halt schon echt gut. Ja gut, der zweite Satz war jetzt auch relativ deutlich. 13. Berlin spielt es auch so gut. Machen kaum Fehler, machen echt viel Druck, vor allem mit den Aufschlägen. Das Sideout ist halt ein Riesenproblem. Wir haben jede Annahme irgendwo auf 3 Meter, was schon fast. Und sie halt eher auf so zwischen halber bis 1,5. Na gut, weiter mit dem Handy. GoPro ist leer. Aufschlagannahme, also auch vor allem Annahme muss ich ändern. Aufschlag muss ich ein bisschen mehr Druck machen, mal weniger Federn. Und dann kann es wieder so was werden, aber es wird schwer. Yeah. Sorry. 3523 Zuschauer ist schon eine Menge. Außer jetzt steht es 9:13 aus unserer Sicht. Am Anfang war es viel besser, da hat jetzt eine Serie gegen uns. Die ganze Zeit so 1-2 Punkte hinten. Jetzt sind es halt 4 bei gegnerischem Aufschlag. Also ich sag, da ist theoretisch schon was drin, aber wir müssen halt echt 100% spielen, quasi keine Fehler machen und die müssen uns halt ein bisschen die Chance geben, weil Berlin ist schon sehr dominant und sehr, sehr souverän. Also es ist, ich kann nicht genau sagen, wo das liegt. Wir machen halt wieder ein paar Aufschlagfehler. Und dann ist halt gleich der Druck da, wenn du selber Ausschlagfehler machst und die dich halt so unter Druck setzen. Und dann ist halt auch schwer, es sind jetzt wieder 6 Punkte. Es ist jetzt schon sehr, sehr schwer hier das noch eventuell aufzuholen. Spätestens in Teneriffa nehme ich euch wieder mit beim geilsten Club der Welt. Bis dann, ciao.